Sie sind hier, 19. Januar 2019, 9.26 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Kyrie Irving führte seine Boston Celtics zum Sieg. Urheberrecht Getty Images. Kyrie Irving zeigt im Trikot der Boston Celtics eine überragende Vorstellung und erzielt einen Punkt nach dem anderen. Gegen die Grizzlies steht am Ende ein Sieg. Ein überragendes drittes Viertel von Kyrie Irving hat den Boston Celtics im Duell mit den Memphis Grizzlies einen Sieg beschert. Am Ende stand im heimischen TD Garden ein 122:116 für Boston zu Buche. Hauptgrund für den Sieg: Irving. Der Point Guard der Celtics explodierte vor allem im dritten Viertel so richtig und steuerte alleine in dieser Zeit 20 Punkte zum Erfolg seiner Mannschaft bei. In den restlichen drei Abschnitten kamen weitere 18 dazu. Am Ende stand beim 26-Jährigen ein Double-Double aus 38 Punkten, 7 Rebounds und 11 Assists. Anzeige: Jetzt die neuesten NBA-Fanartikel kaufen. Hier geht es zum Shop-Hänge-Partie für die Celtics. Doch trotz der starken Performance von Irving wurde es für die Celtics eine enge Partie. Vor allem das schwache zweite Viertel hing dem Team von Trainer Brett Stevens lange nach. Neben Irving zeigten auch Marcus Smart 20 Zähler und Al Horford 18 Punkte bei Boston eine gute Vorstellung. Der Deutsche Daniel Theiss stand rund 2 Minuten auf dem Parkett, konnte aber keinen Punkt beisteuern. Einen miesen Abend erlebte Forward Jason Tatum. Der Youngster der Celtics traf weder aus dem Feld noch einen einzigen seiner Dreierversuche. Nur 2 erfolgreiche Freiwürfe gelangen ihm. Seltsame Stats bei Gasol. Bei den Grizzlies stemmte sich Mike Conley mit 26 Punkten noch am ehesten gegen die Niederlage. Jaren Jackson Jr. brachte 23 Zähler auf das Scoreboard. twitter.com/celtics-status-1086445607907143680 Memphis-Center Mark Gasol regte sich nach der Partie vor allem über die unzureichende Leistung seiner Mannschaft in den letzten Minuten auf. Er selbst verzeichnete aber auch äußerst merkwürdige Stats. Ein Double-Double aus 11 Rebounds und 12 Assists bei nur 4 Punkten trug im Scoring nicht ausreichend zu einem möglichen Sieg. Bei Anzeige: Der ZN gratis testen und die NBA Live Service Tabellen der NBA. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.